So, Tashi Dele to you all, friends of Tibetan medicine. Thank you very much, Jens, for your kind introduction. It's really a pleasure for me to be here at this wonderful Congress, having this calligraphy with the ninja compassion in the back of me, so I'm protected with by compassion. Quite a good sign, I think. Today I'll speak about... Oh, sorry. Ich möchte alle Freunde... Hört man mich? Nein? So? Eins, zwei, drei? Ja? Nein? Lauter? Jetzt? Noch immer nicht? Okay. Ganz nah also. Ich möchte die Freunde der tibetischen Medizin heute hier alle willkommen heißen und ich möchte Jens für seine warmen, willkommenen Worte danken. Es ist natürlich ein gutes Gefühl, hier vor dieser Kalligraphie zu stehen, die Compassion, also Mitgefühl bedeutet. Das ist ein guter Schutz für meinen Vortrag. So when Jens invited me to speak here about the comparison of the, Chinese medicine and Tibetan medicine, I think it would be a good opportunity to join this form of dialogue. Als Jens mich dazu eingeladen hat, heute hier über einen Vergleich zwischen tibetischer und chinesischer Medizin zu sprechen, habe ich gedacht, das wäre ein guter Beitrag zu diesem Dialog. I think it's quite an old dialogue. Maybe you know that the 33rd Dharma King, Song Tsengampo, he was quite clever. One of the things he did, he married a Chinese princess. So this princess brought with her some Chinese medicine texts and for sure some Dharma as well. So the dialogue is quite old. Dieser Dialog reicht sehr weit zurück. Wie Sie vielleicht wissen, hat der 33. Dharma-König, ich bitte noch mal, Song Tsengampo, right, eine chinesische Prinzessin geheiratet. Und diese chinesische Prinzessin hat einige chinesische medizinische Texte mit in die Ehe gebracht. Und natürlich auch einiges an Dharma. Der Dialog ist also sehr alt. This should have been happened in the year 641. Das war im Jahr 641. So in previous centuries we were asking, what are the differences between us? Where are we more efficient than them? And what are they doing? What are we doing? In früheren Jahrhunderten haben wir uns die Frage gestellt, was sind die Unterschiede zwischen diesen beiden medizinischen Systemen? Wo sind wir effizienter? Wo sind Sie effizienter? Was tun wir? Was tun Sie? Nowadays, in the 21st century, the questions we're asking are, how can we learn from each other? How can we benefit each other? And what are our common goals? Die Frage im 21. Jahrhundert ist jedoch, wie können wir voneinander lernen? Wie können wir einander nützen? Und was haben wir beide gemeinsam? And these are the topics that I'm going to touch briefly. Diese Themen möchte ich heute kurz ansprechen. And just to remind me, I put here two sentences that I'm sure you think that are coming to you, but I thought maybe I should just read them. Respect and appreciation between the different medical systems are important pillars for a fruitful dialogue. And the second, true exchange requires full acceptance of the values of the other. Ich möchte mit zwei Sätzen beginnen, die Ihnen wahrscheinlich allen bekannt sind, aber zur Erinnerung kurz auch für mich. Respekt und Wertschätzung zwischen den unterschiedlichen Medizinsystemen sind wichtige Säulen für einen fruchtvollen Dialog. Das war der erste Satz. Und der zweite Satz lautet, ein wahrer Austausch erfordert die volle Akzeptanz der Werte des jeweils anderen. And now we're going into detail. When I was allowed in 2008 to translate some part of the Gushis, sometimes translating the Gushis, I found some quite difficult to translate points. I'm sure you all know that the Gushi is written in verse form and each and every sentence consists out of 9 syllables. So many like grammatical particles and some important words are sometimes omitted, not included, so I found it difficult to translate the whole meaning and sentence.
Jetzt gehen wir mehr ins Detail. Im Jahr 2008 durfte ich mit der Gysi-Übersetzung beginnen, mit einigen Teilen davon, und stieß dabei auf einige schwierige Punkte. Wie Sie wissen, sind die Gysi in Versform geschrieben. Jeder Satz besteht aus 9 Silben. Und damit das auch funktioniert, wurden teilweise grammatische Partikel ausgelassen. Daher hatte ich einige Schwierigkeiten bei der Übersetzung. So I always then go to my teacher, Dr. Wang Du, and I go to the Gysi Translation Department, and I'm very happy to say that Dr. Solman Dommela is among us, the head of the Gysi Translation Department, and it's always a really, like, I have to say, I really enjoy to come to your office and spend some time with you. So what we do then is to look into the Gysi commentaries. And there are different commentaries from different times. And sometimes what is interesting that the different Gysi commentaries have different opinions for the same topic. So here you see the Sangye Gyatso, the regent of the fifth great Dalai Lama, with his Baidoria Nampo. This text has different opinions than the last Gysi commentary from Turutsinam, who passed away only 10 years ago. So what I want to say is that there's not only one Tibetan medicine, but there are different kinds of Tibetan medicine at different times. Wenn ich also auf diese Schwierigkeiten gestoßen bin, dann habe ich mich an meinen Lehrer Wang Gaidu gewandt und auch an den Leiter des Gysi-Übersetzungsabteilung. Dürfte ich nochmal um den Namen bitten? Sonan Dolma. Den ich sehr schätze. Ich war sehr oft in seinem Büro und ich habe mich jedes Mal gefreut, ihn zu sehen und mit ihm diese Zeit zu verbringen. Was wir dann gemacht haben, wir haben diese Schwierigkeiten gemeinsam besprochen. Wir haben uns Kommentare angeschaut, die es zu diesem Gysi gibt, aus unterschiedlichen Zeiten, unterschiedliche Kommentare. Teilweise vertreten diese Gysi-Kommentare auch unterschiedliche Standpunkte hinsichtlich einiger Aspekte. Wenn wir zum Beispiel hier den zweiten angeführten Namen nehmen, Sangye Gyatso, vertritt eine teilweise andere Meinung als Trorutsinam, der als letztes angeführt wurde. Was ich also sagen möchte, dass wir nicht nur eine tibetische Medizin haben, sondern dass wir viele unterschiedliche tibetische Medizinen haben, je nach Zeit. Es ändert sich also auch. This would be two kinds of medical traditions in the Tibetan medicine that were had the prime times in the 14th or 15th century. But as my teachers told me, like the Changpa tradition and the Sukha tradition, at the time of the 14th or 15th century, they didn't say we belong to this tradition or that tradition. So it was just kind of label that was put on that in the recent years. Hier sind zwei Medizintraditionen angeführt aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Mir wurde jedoch gesagt, dass damals, in der damaligen Zeit, die Menschen nicht gesagt haben, ich gehöre dieser oder jener Tradition an, sondern dass diese Bezeichnungen erst in der neueren Zeit, in unserer Zeit, eingeführt wurden. Now, coming to TCM, these are the main, the most important texts of TCM. So whenever we go to China to study Chinese medicine, these are kind of the main texts that we don't have to learn by heart like our friends, but that we really have to study sometimes for 2 years, sometimes for 3 years. And maybe just to point out, in the 3rd century, the Shanghan Sabin Lung, written by Chang Shengxing, is written about wind cold diseases. And then we have the Renri Lung by Ye Tian Shi, written in the 18th century, by wind heat diseases. And nowadays there are Chinese doctors, and some only specialize on Shanghan, and the others are Wenrei Lung. So my point is there's not one kind of TCM, but there are still nowadays different kinds of TCM existing. Kommen wir nun kurz zur traditionellen chinesischen Medizin. Hier sind die wichtigsten Grundlagenwerke aufgelistet der traditionellen chinesischen Medizin.
Anders als bei der tibetischen Medizin, wo die Grundlagenwerke auswendig gelernt werden müssen, müssen diese Texte nicht auswendig gelernt werden. Es braucht jedoch auch eine intensive Auseinandersetzung von vielleicht 2 oder 3 Jahren teilweise. Ich möchte 2 insbesondere herausgreifen. Das wäre der dritte Anführung, also entschuldigen Sie, im 3. Jahrhundert vor Christus. Nach Christus, entschuldigen Sie, dürfte ich kurz um die Aussprache bitten nochmal? Ja, der Shanghanlun, it would be called. Shanghanlun. Shanghanlun. Mhm. Und zwar ist es eine Abhandlung zu kalten Erkrankungen. Den zweiten Text, den ich herausgreifen möchte, stammt aus dem 18. Jahrhundert und handelt von der Theorie der warmen Erkrankungen. Den Punkt, den ich hier also machen möchte, ist, dass es nach wie vor nicht die eine tibetische, die eine traditionelle chinesische Medizin gibt, sondern dass es verschiedene Arten der traditionellen chinesischen Medizin gibt. Now it will be a bit fun. We're coming to something very Tibetan. Maybe just read it. Nel kachene shakni chuniba dambo shaksum chuchik pumilen chiksum na dun gula purgiode nidan shiduk kepa pumogio nimonupe petma katsumshin chuni dene kuwa nel mitu. And here we have the English translation of this text. What was interesting for me, this is a chapter about embryology, and without going into detail, from the Gushi, from the second chapter of the Gushi, and this passage is about when does conception take place, and the opinions how this text could be interpreted varies in a very big range. And one day I had a very funny dialogue, and I mean quite opposite to Western biomedical thinking sometimes. This is quite in favor of Western medicine, so there are no problems in this way to translate it. But sometimes it could be translated really different, and M.T. Tokme, he was working in the Gushi translation department before he retired, said, you know, when the Gushi was written in the 12th century, maybe the physiology, so the normal Zustand, the normal constitution of a woman in the 12th century was completely different than nowadays, so maybe the medicine Buddha or Hyutikyon Ngompo, when he wrote the text, was right, and nowadays we just can't interpret this passage. Herr Dr. Bloberger hat gerade das auf Tibetisch vorgelesen. Ich werde jetzt eine Übersetzung auf Deutsch vorlesen. Sie lautet, während der drei Tage der Menstruation bis zum 11. Tag der Menstruation kommt es zu keiner Empfängnis. Danach öffnet sich die Gebärmutter und es kann nun bis zum 12. Tag ein Ei befruchtet werden. Das war der Anfang des Kapitels über Embryologie und der Titel dieses Kapitels lautet, wann findet die Empfängnis statt? Die Auslegung dieses Kapitels ist sehr unterschiedlich. Ich habe diesbezüglich einmal eine lustige Konversation gehabt, denn diese Übersetzung, die wir hier lesen, die entspricht der westlichen Medizin. Mir wurde jedoch gesagt, von einem Arzt auch, dass damals im 12. Jahrhundert, als die Gushi verfasst wurden, der physiologische Zustand der Frau vielleicht anders war und dass die Empfängnis vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hat. Now coming to the next point, Tibetan terms, I think that is something that we really can learn from our TCM colleagues. When we speak about TCM, we all know the terms like qi, like yin, and yang, and jing, the essence, and they are not translated to English or into German. So nowadays, when we speak about Tibetan medicine, we have the nyepas, what is sometimes translated by humors, or body fluid, something like that. Well, it's really not precise because when we take the word nyepa, the Tibetan word nyepa would be translated into English into thought. So in German it is Fehler. So it's completely different than the three humors. And the same like the question Gendler was asking how to translate Lung is quite a good question because if we translate it into wind, we miss something important maybe. So my idea would be to very carefully only use these terms like Lung Tipa Began
when we speak about it, even in English or in German. And yeah, please. Hier kurz zur Terminologie der traditionellen tibetischen Medizin. In diesem Punkt können wir von der traditionellen chinesischen Medizin definitiv noch etwas lernen. Jedem sind die Termini Qi, Ying und Yang bekannt. Sie werden nicht ins Deutsche oder ins Englische übersetzt, sondern einfach auch so verwendet als Qi, Ying und Yang. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel das erste Wort hier nehmen, Ni Pa, dann wird das übersetzt mit Körpersäfte ins Deutsche sehr häufig. Eigentlich ist die ursprüngliche Bedeutung dieser beiden Worte jedoch Fehler. Es bleibt also irgendwie etwas auf der Strecke. Es ist nicht genau das Gleiche, was damit ausgedrückt wird. Ich denke also auch, dass die Frage, die wir bereits beim ersten Vortrag gehört haben, was ist das deutsche Wort für Lung, durchaus berechtigt war, weil mit der Übersetzung Wind doch nicht die gesamte Bedeutung wiedergegeben werden kann. Ich möchte mich also dafür aussprechen, dass wir auch im Deutschen Lung, Tripper und Becken sagen und diese Worte nicht übersetzen. Now coming to the next points I've mentioned here, this is just some terms from the Tibetan medicine that are quite difficult to translate. And maybe I give an example with the second line. I have written there Uk Mideva. Uk means breathing and Mideva means having problems with. So there's an illness mentioned with problems concerning the breathing. And some of the earlier translations translated this term as asthma. So this is awful because asthma is a Western concept, Ukmideva is a Tibetan concept, and each and every concept has its own causes, its symptoms, and treatment guidelines. So we Western doctors have to be very careful when we translate Tibetan medical terms. Here, sin, what is a bit like parasis. When we translate these terms, we really have to be careful or write many footnotes. What is the real meaning in the Tibetan texts of each and every term? So we have to be very careful, because if we are not careful, we lose a lot of. Hier habe ich noch einige weitere Worte angeführt, die bei denen es Schwierigkeiten gibt mit der Übersetzung. Zum Beispiel Ukmideva. Das bedeutet, Uk bedeutet Atmung und Mideva heißt, dass man Schwierigkeiten damit hat. Also sozusagen eine erschwerte Atmung, Probleme mit der Atmung. Eine der früheren Übersetzungen für diesen Zustand, für diese Erkrankung aus dem Tibetischen ins Deutsche war Asthma. Ich muss sagen, ich finde diese Übersetzung schrecklich, nicht angemessen, da sie einfach einem westlichen medizinischen Konzept entspricht und nicht einem tibetischen medizinischen Konzept. Jedes Konzept, das westliche und das tibetische, hat seine eigenen Ursachen, seine eigenen Symptome und seine eigenen Behandlungsrichtlinien. Daher müssen wir bei der Übersetzung wirklich vorsichtig sein, wirklich aufpassen, beziehungsweise viele Fußnoten verwenden zur Erklärung. Also noch einmal, wir müssen aufpassen bei der Übersetzung, vorsichtig vorgehen. I just love this point, that's why I just want to mention it in the TCM. When we speak about illnesses and the causes of illnesses, there are many possible causes for an illness, like the constitution of a patient, climate, diet, and so on and so on, wrong therapy. In Tibetan medicine, there's just one cause of all the 84,000 diseases. So if we get rid of this one cause, what would be called marikpa, ignorance, we could get rid of all the diseases. And I think you have got the same, whenever I go to Tibet and I ask my teachers, what is marikpa? I get different answers because they always check me. They check, what do I know? What do they expect that I understand? And then give me some guidelines for this expression marikpa. Hier nochmal ein kurzer Vergleich zwischen der traditionellen chinesischen Medizin und der traditionellen tibetischen Medizin. In der traditionellen chinesischen Medizin gibt es für eine Krankheit viele verschiedene Ursachen.
Das kann zum Beispiel sein das Klima oder die Ernährung. Im Vergleich dazu gibt es in der traditionellen tibetischen Medizin nur eine einzige Ursache, und zwar Marigpa. Die Übersetzung, die Unwissenheit. Das bedeutet also, wenn man dieses Marigpa beseitigen würde, könnte man damit auch alle 84.000 Krankheiten beseitigen. Es ist sehr lustig, jedes Mal, wenn ich nach Tibet frage und dort meine Lehrer frage, was ist Marigpa, dann bekomme ich jedes Mal eine andere Antwort. Ich werde auf die Prüfung gestellt, wie viel weiß ich, was kann ich schon zuordnen. Ja, es ist jedes Mal eine andere Antwort. Now, coming to the diagnostic methods, I want to mainly focus on the pulse diagnosis. Kurz zu den Diagnosemethoden. Ich möchte mich hier auf die Pulsdiagnose konzentrieren. And I'm sure you're all aware of the seven wondrous pulses that we have in the Tibetan medicine, and they are not existing in Chinese medicine. Ich glaube, Ihnen sind allen die sieben Pulsarten der tibetischen Medizin bekannt, die in der chinesischen Medizin nicht existieren. Leaving aside that the place where we take the pulse is different in TCM than in Tibetan medicine. Außerdem ist der Ort, wo wir den Puls tasten, in der tibetischen Medizin anders als in der chinesischen Medizin. And what I find so clever in the Tibetan medicine that we have something that they call constitutional pulse, what would be Pu, Mo and Manin, so would be male, female and bodhisattva pulse or constitution, neutral. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es in der tibetischen Medizin einen Konstitutionspuls gibt. Es wird unterschieden zwischen einem männlichen Puls, einem weiblichen Puls und einem neutralen Puls. So, coming to the next point, I'm going quite fast to the therapeutic methods. And I didn't know so far that going to nightclubs would be a brilliant therapy. Here I want to focus on, especially in the medicine. Nun zum nächsten Punkt, die sieben Therapiemöglichkeiten. Mir war bisher übrigens nicht bekannt, dass die Therapie des Ausgehens in einen Nachtclub besonders hilfreich ist. Ich möchte mich heute auf jeden Fall auf die Medizin konzentrieren. And it was interesting for me, when I first studied pharmacology, I studied TCM pharmacology. And having all this knowledge in my mind is not at all helpful for studying the Tibetan medicine pharmacology, because the way the plants are described, the formulas are described, are completely different. In Chinese medicine, we speak about the temperature and the organs and the function of the, each and every herb. And in the Tibetan medicine, we speak mainly about the nupas, the potency, the tops, the strengths, and the yuntan, the qualities. But they are really different. For example, wongna, so would be aconit, Eisenhut in German, is where there are three kinds of aconit in TCM. They're all warm or hot by temperature. And most of the aconits that are prescribed in Tibetan medicine are cold, but it's the same plant. So nobody's wrong or right, but the way they describe the plants varies. Als ich das erste Mal Pharmakologie studiert habe, habe ich das aus der traditionellen chinesischen Sichtweise gemacht. Und ich muss sagen, dass mir dieses Wissen im Hinterkopf über die traditionelle chinesische Medizin nicht wirklich hilfreich war, als ich mich dann mit der traditionellen tibetischen Medizin beschäftigt habe. Und vor allem deswegen, weil die Beschreibungen der Pflanzen und der Formeln der beiden Medizinsysteme extrem unterschiedlich sind. In der traditionellen chinesischen Medizin verwendet man zum Beispiel die Kategorien Temperatur, welche Organe sind betroffen, wie funktionieren diese Kräuter. In der traditionellen tibetischen Medizin geht es mehr um die Qualitätsmerkmale, um die Wirkpotenz. Ein Beispiel ist der Eisenhut. In der traditionellen chinesischen Medizin gibt es drei Arten von Eisenhut und alle von diesen Arten sind warm oder sogar heiß. Im Gegensatz dazu, in der TTM sind sie kalt. Es ist jetzt nicht so, dass der eine recht hat und der andere falsch hat. Niemand liegt hier richtig oder falsch, sondern es sind einfach ganz unterschiedliche Ansätze, ganz unterschiedliche Beschreibungsweisen. And here I've written an example writing about ginger
from the Tibetan point of view and from the Chinese medical point of view. Hier habe ich ein Beispiel über Ingwer, das eine aus der tibetischen und das andere aus der chinesischen traditionellen Sichtweise. So as Jens told me, I should come to an end. In 2 minutes, is it okay? 4 minutes, wonderful. Very kind. I just jump. And I want to place here some new ideas. So I have to be a bit brave, but Jens told me it would be okay to do it. And afterwards I went to my teacher, M.T. Wangdu, and he told me it would be okay. Then I went to Herbert Schwabel, and he said it is okay. And I asked Mona Schrempf, medical anthropologist, and she also said it would be okay, so I do it. The idea is this, we face some problems using the Tibetan medicine in Europe. They are expensive, we have some problems with endangered species, we have some problems with GMP criteria, and so on. We have some problems with the legal status. And what we did with the Chinese medicine, we studied the Chinese medicine formulas, and instead of Chinese herbs, used Western herbs for that. So this is like the first time ever I'm presenting three kinds of Tibetan formulas, Aga Gyepa, Tikta Gyepa, and Tsedu Napa. So this is the first one is for lung disease, the second one, Tikta Gyepa, is for Tibet disease, and the third one, Tsedu Napa Bagan, is for Tsedu Napa is for Bagan disease. This is like the Padma Digestin. It's the same formula. And these are the plants that are included in the Tibetan formula. And when we do this, we have to study how is the whole formula working in the Tibetan text, or we ask our teachers, and then we analyze each and every herb, how is it working in the Tibetan text. And afterwards, with this understanding, we can try to create a formula that exists out of the herbs that we get in the gardens near Innsbruck. So having not much time now, I'm just presenting the idea. Jetzt zum Ende muss ich leider auch schon zu einem Ende kommen, Jens hat mir das gesagt, möchte ich noch kurz eine neue Idee vorstellen. Ich muss diesbezüglich, habe Mut fassen müssen und habe mich erst noch versichert, ob das wirklich in Ordnung ist. Ich habe mir von verschiedenen Leuten das Okay geben lassen, das grüne Licht. Und deswegen bin ich auch heute hier, um meine Idee vorzustellen. Wir haben hier in der westlichen Welt häufig ein Problem mit der Verwendung von traditionellen tibetischen Arzneimitteln. Was sind die Probleme? Es ist teuer, oft handelt es sich um geschützte Arten von Kräutern und wir müssen außerdem die Qualitätsrichtlinien Good Manufacturing Practice einhalten. Jetzt war die Überlegung, das haben wir mit TCM jetzt begonnen, dass wir die Formeln untersuchen und schauen, ob wir diese Formeln, diese Kräuter irgendwie ersetzen können, diese tibetischen und chinesischen Kräuter durch bei uns heimische Kräuter. Was wir gemacht haben, wie sind wir vorgegangen? Wir haben uns zunächst die Wirkweise, die Funktion der gesamten Formel angesehen und dann die Funktion der einzelnen Kräuter und haben dann versucht, Kräuter hier in der Nähe von Innsbruck zum Beispiel zu finden, mit denen wir die gleiche Wirkung erzielen können. Hier haben wir zum Beispiel die Inhalte. Entschuldigung. Yeah, just to show it quite in a fast way. That would be the Padma Digestin as written in the Güshi about it. Das wäre Padma Digestin, wie es in Güshi geschrieben ist. And that would be the Western plants that we could use as. There's a word, Tibetan word for substitute, it's tsap. So we could use them as tsaps, as substitutes. Und das hier wären die Zaps, die sogenannten Substitutionskräuter, die wir in Österreich auch haben. Maybe I would like to finish with these two things, the jewel pills and the spiritual context. I think that is something we had also in TCM, like it is important how to collect the plants. So you have to speak some mantras when you collect the plants. And maybe we could put some relics into the jewel pills. And all these things we had in previous times in the Chinese medicine, but we completely lost it. And nowadays, maybe this is some influence that the modern
Tibetan, Chinese medicine doctors could learn again from the Tibetan medicine doctors. And another point is, Zum Abschluss noch kurz über die Juwelenpillen. Das ist etwas, was vielleicht die traditionelle chinesische Medizin von der tibetischen Medizin wieder lernen könnte. Früher war es üblich, auch in der chinesischen Medizin, dass man beim Sammeln von Pflanzen Mantras gesprochen hat und zum Beispiel in diese Juwelenpillen Relikte hineingetan hat. Wichtig war also, wie man diese Pflanzen gesammelt hat. Das ist jedoch mit der Zeit in der chinesischen Medizin verloren gegangen. In der tibetischen Medizin existiert es jedoch noch. And this is like the greatest gift that we get when we study Tibetan medicine, all the spiritual context, like karma, which means actions, all the actions that we do with body, speech and mind are the roots for the future results. So, and that helps a lot to understand why people get ill, and it's like it prevents some burnouts from my side, because sometimes I have patients, they are younger than me and they get cancer and they just die, and from the Western point of view there's no reason for that, and from the Tibetan medicine point of view it's much easier because it's lay and there's always a way to describe this, and it's quite a wonderful thing that we have it. And the last things are the six perfections, the Pachin Duk. As M.T. Pema Dorje told me once, this is the best health insurance not to get ill. So when we practice the six parameters as a doctor or as a patient, and we are always both, this would be the best thing not to create negative karma. So it would be the best way not to get ill. And I think I'm looking forward to Geshe-la's presentation today. Jetzt noch ganz kurz einige wichtige Punkte. Das größte Geschenk, das man beim Studium der tibetischen Medizin bekommt, ist der spirituelle Kontext. Wichtige Worte sind zum Beispiel, wichtige Begriffe sind das Karma. Karma bedeutet alle Handlungen, die wir mit unserem Körper, mit unserem Geist und mit unserer Rede setzen. Es ist das Karma, das sind die Wurzeln für unsere Zukunft, wie es uns ergehen wird. Und es hilft mir zum Beispiel als Arzt auch zu verstehen, warum jemand am Burnout erkrankt. Zum Beispiel angenommen, es kommt ein Patient zu mir, der noch jünger ist als ich und der an Krebs leidet. Das ist aus Sicht der westlichen Medizin überhaupt nicht verständlich. Diesbezüglich hilft mir jedoch die tibetische Medizin, das zu verstehen. Coming to an end, when former Tibetan medical doctors would meet some Chinese medical doctors, I'm quite sure that they would have some fruitful dialogue. And nowadays, when we meet with doctors from another medical tradition, I think the same will take place in the future. And I wish you a wonderful two more days with Tibetan medicine. Thank you so much. Noch ganz kurz zum Abschluss, wenn Vertreter der traditionellen tibetischen Medizin mit Vertretern der TCM zusammentreffen, dann bin ich mir sicher, dass sich fruchtbare Dialoge daraus ergeben. Ich möchte Ihnen noch zwei wunderschöne Tage mit der tibetischen Medizin wünschen. Dankeschön. And thank you for your translation.